Schönen guten Abend. Willkommen zurück bei Bolterblanter. Ich habe wieder ein Paket bekommen. Ja, wow. Was ist hier drinne? Wieder von einem meiner Zuschauer. Mir wurde wieder was Tolles zugeschickt. Ich weiß, vielleicht, wenn man sagt Fanpost, klingt das immer so hochtrabend, aber es ist halt der gängigste Begriff, also Begriff dafür. Also, ich habe hier so eine volle Kiste voller Warhammer-Quatsch bekommen. Da gehen wir jetzt einfach mal durch, was hier ist. Erst einmal. Ja, den Gussrahmen zeige ich dann, wenn es soweit ist. Necrons. Das allererste sind natürlich ein Haufen Necron-Gussrahmen aus dieser Imperium-Edition. Ist das Necron? Das ist auch Necron. Das ist Necron. Das ist Necron. Und das sind auch Necrons. Ja, von den Necrons, die man mir beim letzten Paket geschenkt hat, boah, ich habe 3 aufgebaut und noch gar keinen angemalt, weil das sind irgendwie so viele. Und ich warte irgendwie auf den richtigen Impuls oder sowas. Oder beziehungsweise ich bin mit meinem eigentlichen Necron-Color-Scheme, das ich aktuell habe, irgendwie unzufrieden. Und jetzt überlege ich, muss ich jetzt alles neu bemalen? Oder ich spiele das Spiel doch sowieso nicht. Also kann ich eigentlich sowieso machen, was ich will. Ja, wenn ich mal Necron-Gussrahmen finde, werde ich es einfach hier neben mich legen. Das hier ist ein... Ja, erkennt man nicht bei meiner Webcam-Qualität, I'm sorry. Das ist ein Inquisitor. Das ist dieser Inquisitor, der mit einer Glatze, eine Frau, Eldari, Powerfaust, Shuriken-Pistole und ein Drache auf der Schulter. Das ist einfach mal ein Inquisitor. Ich habe jetzt wirklich einen Inquisitor. Wow. Geil, etwas, was ich mir so nie geholt hätte. Auch etwas, was ich mir sonst auch nicht geholt hätte. Necromunda. Ja, was sind das? Das sind irgendwie so Punker-Mädels. Ich bin bei Necromunda-Lore so gar nicht drin. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn ich das hier, werde ich mit der Inquisitorin zusammen anmalen. Und dann mache ich mir aus diesen Necromunda-Damen, mache ich mir, glaube ich, so Gothics. So, alles so schwarz, Nieten, ein bisschen, ein paar Rottöne oder sowas rein. Und das wären dann mit der Inquisitorin, das wird dann alles so, keine Ahnung, wie die South Park Goth Kids angemalt. Weil es geil ist. Ja, ihr kommt hier neben. Uff, wo ist der Rest? Ah ja, hier. Wisst ihr, was das hier ist? Rob G, Alter! Roboter Gorillamann, Robert Gilliman, mein erster. Nee, tatsächlich der allererste Primark, den ich dann besitze. Wow. Gott, freue ich mich, den anzumalen. Ich weiß noch nicht wie. Eventuell so natürlich wie eine Lore ist oder ich mache daraus irgendeinen Quatsch und mache ihn so Synthwave oder sowas. So ein Color, habe ich ein paar Tutorials online gesehen. Sieht auch mega spannend aus, wie man das machen kann. Dann. Bits für Bases. Kaputte Ruinen. Geil. Dann rosa Blümchen. Kann ich mir auf Bases kleben. Geil. Und was haben wir hier? Necrons. Und noch mehr Necrons. Necrons über Necrons. Wir können es alle nicht fassen. Und, oh, da wollte jemand sein Gelände loswerden. Ha! Gelände Mechanicus Gelände. Geil. Was sind das hier? Ah. Okay. Das ist von Adeptus Mechanicus, so ein Tech-Priester-Kommandant. Okay, spannend. Okay, dem wird sicher irgendwie konvertiert oder gekillt-bashed. Dann habe ich hier ganz viel Zeva-Papier. Oh, geil. Süßigkeiten, Alter. Da weiß jemand, wie man Pakete voll macht. Geil. Oreos, geil. Und Brownies hat man sowieso geil. Findet man sowieso geil. Awesome. Dankeschön dafür. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hier sind Farben drin. Die werde ich jetzt nicht alle aufzählen, aber da sind so wunderschöne Sachen drin wie Rosteffekte. Mua. Rosteffekte machen Spaß. Vor allem erst, wenn sie wirklich getrocknet sind, sieht man überhaupt, wie geil die überhaupt aussehen. Und Weiß. Mein Weiß ist nämlich gerade fast alle. Und ich kämpfe um jedes Weiß, weil ganz ehrlich, das White Scar von Citadel, das ist mehr so, ja, so nice to have oder so. Man macht damit so die letzten Akzente. Aber das Citadel White Scar ist natürlich, und auch Corvus White, also ich weiß nicht, was Citadel mit ihren Weißfarben hat, kriegen sie nicht so gut hin. So, versteckt sich hier noch irgendwas? Nichts, was sich meinem Blick entzieht, außer natürlich noch 2 Kartons. Ein ganzes Kill-Team.
Kazakin Kill Team. Also mir wurden ja schon bei dem letzten Fanpost wurde mir dieser eine Special Kazakin zugesandt. Den habe ich auch brav angemalt, weil ich jetzt mit den Jungs mache. Ob ich die auch in den Kalaschim mache oder mir was Neues ausdenke, wer weiß, weil... Oh. Weil das Schlimme ist, wenn ich damit so den Startpunkt für eine Armee habe, dann bin ich irgendwie auch immer mehr im Versuchen, noch weitere Sachen für diese Armee zu kaufen, die ich eigentlich nie spielen werde. Aber vielleicht sieht es dann schöner in der Vitrine aus. Und dann... Irgendwie das Schicksal hat was gegen mich. Was heißt, es hat was gegen mich? Aber eigentlich hat sich wieder alles zum Guten gefügt, denn ich habe ja in einem meiner letzten Videos gesagt, dass so die Leaks of Wotan eine Sache ist, die mich so am... überhaupt nicht interessiert an Warhammer. Einfach mal ein Standardtrupp von den Leaks of Wotan. Hardkin Warriors. Ja, GW und ihre beknackten Namen. Was soll's? Das sind Squads. Das sind einfach mal Space-Zwerge. Und ich habe das überlegt, ja, ich habe jetzt mit der Lore keine Berührungspunkte. Ich habe auch irgendwie das Color-Scheme, finde ich langweilig. Aber dann, wir sind hier in einem Hobby, wo wir die Dinger selbst anmalen können. Und ich habe eine Idee, wie ich die anmale. Denn auf einmal hat es da Klick gemacht. Ich muss nochmal gucken, wenn ich die dann aufgebaut habe, wie sie dann aussehen. Aber ich habe so eine Idee, die eventuell in so einem nautischen Stil zu machen. Also so Big Daddy Bioshock-Style oder Bösewicht, der böse Zyklop aus dem SpongeBob-Schwammkopf-Film. Viel Kupfer, Bronze oder auch Rosteffekte und dann unten sehr viel Wasser. Also das halt, ich will die halt nicht zu Bergarbeitern machen, sondern mehr so zu, naja, so älteren Tauchanzügen. Sowas stelle ich mir vor. Und ich kann mir vorstellen, dass das doch wirklich geil aussehen wird, weil ich habe keine emotionale Berührung zu den Leaks of Wotan. Dementsprechend tut es mir überhaupt nicht weh, die irgendwie anzumalen. Zum Beispiel, hier. World Eaters oder sowas, die man sich anmalt, die müssen schön rot sein. Oder du machst sie weiß-blau fürs Heresy-Setting. Aber im Grunde, je mehr ich mit einer Armee emotional verbunden bin, desto mehr möchte ich sie auch in dem Color-Scheme anmalen, zu was sie auch gehören. Aber da ich zu den Leaks of Wotan wirklich keine Berührungspunkte habe und mir die Lore bis jetzt immer noch herzensegal ist, kann ich das auch einfach als komplettes Painting-Project nehmen und da farbtechnisch machen, was ich will. Und ich glaube, dieses nautische Ding wäre was. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das dann mit so Bronze, Braun, Kupfer und dann blauen Wassereffekten und sowas, dass das nochmal 10-mal cooler aussehen wird als das Boxart. Denn das Boxart ist so ein bisschen, natürlich professionell angemalt, aber ein bisschen bescheiden. Ja, mein Pile of Shame wächst. Ich habe jetzt gerade hier House of the Dragon durchgeguckt, Game of Thrones, und mir fällt gerade auf, irgendwie... Leider, also das ist leider, Gott sei Dank, man soll ja nicht alles horten, habe ich viele alte Gussrahmen irgendwann weggeworfen. Aber ich stelle mir gerade vor, wenn du baust dir einfach den eisernen Thron, nicht aus Schwertern, sondern aus alten Gussrahmen. Wow. Das muss mega unbequem sein, aber der eiserne Thron ist ja auch nicht wirklich bequem. So ein eiserner Thron oder so ein plastener Thron aus Gussrahmenresten, das wäre was. Vor allem, es ist ja auch machbar. Du brauchst einfach nur ganz viel von dem Scheiß. Kleben tut das 1A, wenn es erstmal trocken ist. Aber so ein Ding kann ich mir nicht in die Wohnung stellen. Es sieht ja scheiße aus für jeden, der den Witz nicht versteht. Aber vielleicht habt ihr, wenn ihr ganz viele Gussrisse habt, backt euch einen eisernen Thron. Oder wenigstens einen eisernen Thron für eure Models oder so. Weil ich habe jetzt erstmal wieder so viele Gussrahmen, so viele Projekte. Ich war schon richtig stolz, denn alles andere, das muss ich vielleicht auch mal in einem Video zeigen, alles andere, was man mir zugesandt hat, außer die Necrons, habe ich 1A angemalt. Aber jetzt habe ich irgendwie nochmal 10-mal so viel bekommen wie beim letzten Mal. Also ich weiß nicht, wann ich alles anmalen werde. Irgendwann dieses Jahr. Leute, vielen lieben Dank für dieses tolle Fangeschenk. Was soll ich sagen? Danke für die ganzen Reste und mich haben auch schon andere Leute angeschrieben, dass sie mir auch gerne noch Sachen senden würden. Und der Absender hiervon hat auch gemeint, ey, da fehlen eigentlich noch Tyranniden. Jetzt bitte, ich weiß, mich schreiben dann, wenn ich so die Videos mache, irgendwie Leute an, ey, ich habe doch das, das kann ich dir schicken, das kann ich dir schicken. Und
Leute, ich darf das, ich kann nicht zu viel annehmen, weil irgendwann kann ich den ganzen Scheiß nicht mehr bemalen. Irgendwann fehlt die Zeit, weil ich habe auch eigentlich diesen Monat keine Zeit zu malen. Und trotzdem habe ich hier verdammte World Eaters stehen, weil man gönnt sich ja sonst nicht, ne? Wow. Danke. Absolut, danke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, wie viel kostet der ganze Scheiß, der hier drin ist? Das 200, 300 Euro, 400 Euro kommt das hin? Mit der Farbe, mit Material, mit Base-Material, alles. Wow. Danke dafür. Ich glaube, diesen Monat wird es ein bisschen spärlich auf Bolterplante ablaufen. Ich habe jetzt wenig Zeit diesen Monat. Rekrutierungsvideo, ich hoffe mal, ich schaffe es noch diesen Monat. Nächste Folge um die Wordbearers, cool. Danke. Plante ist erstmal weg. Macht's gut.